Hey Leute, hier ist mal wieder Chris und möchte ein bisschen rumlabern. Jetzt fängt er ja schon wieder an zu labern, macht er nur noch Update-Videos. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon bemerkt, dass ich letzte Woche keine Videos hochgeladen habe. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich gerade den Junggesellenabschied von dem guten Andi vorbereite. Und jeder, der hier schon ein bisschen länger auf meinem YouTube-Kanal und hoffentlich auch auf Andis YouTube-Kanal unterwegs gewesen ist, der weiß natürlich schon, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der Junge dieses Jahr heiraten wird. Und da bin ich gerade noch dabei, die letzten Züge seines Junggesellenabschiedes, seines letzten Tages als Junggeselle zu organisieren. Und ist gar nicht so ohne, wenn man das noch nie gemacht hat. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube, so mittlerweile läuft alles. Da hatte ich letzte Woche ein bisschen was zu tun und habe deswegen sowas wie YouTube ein bisschen links liegen lassen. Kommen natürlich bald wieder Videos, aber ich wollte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ein bisschen labern. Was zocke ich aktuell sonst noch so privat? Ich bin gerade noch dabei, so ein bisschen Tomb Raider 2 Remastered zu spielen. Vor allem auf dem Steam Deck. Das ist mega chillig, so auf dem Bett oder auf der Couch zu liegen und so dieses alte Spiel im doch so ein bisschen neuem glänzenden Gewand zu spielen, ist echt mega gemütlich und ich bin sehr zufrieden mit den Remastered Tomb Raider Games. Ich hoffe auch wie alle anderen, dass der vierte Teil noch kommen soll. Soll wohl schon bestätigt sein, wenn man so gewisse Easter Eggs in den Spielen begutachtet. Und ich hoffe und wünsche mir, dass bald der nächste Patch kommt, weil es gibt noch so ein paar Kinderkrankheiten und ein paar Features, die alle nicht so funktionieren, wie sie sollen. Da ist das Team wohl gerade noch am Patch vorbereiten, der müsste jetzt bald kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, mein All-Time-Favorite-Game immer noch aktuell, das seht ihr auch im Hintergrund, Street Fighter 6. Street Fighter 6! Da ist vor kurzem erst ein neuer Charakter dazugekommen, der Ed. Und bald kommt endlich Akuma, was irgendwie so der Charakter ist, auf den alle Street Fighter-Spieler überhaupt immer warten anscheinend. Und dann ist die erste Season auch bald vorbei. Im Juni oder Juli ist das erste Jahr von dem Spiel vorbei. Für alle, die es nicht wissen, so Fighting Games, zumindest die großen Namen wie Street Fighter und Tekken und so, werden heutzutage bei jedem Teil immer über Jahre unterstützt. Das heißt, es kommen jedes Jahr neue Charaktere hinzu und das geht meistens tatsächlich über 6-7 Jahre. Also teilweise wirklich eine ganze Konsolengeneration oder darüber hinaus, je nachdem. Wo wirklich jedes Jahr eine Handvoll neue Charaktere dazu kommen, das Spiel wird mehr gebalanced, es kommt mehr Content hinzu und so werden die Spiele quasi immer weiter ausgebaut, sodass so nach 5-6 Jahren hast du dann wirklich so 40 Charaktere oder mehr und hast wirklich extrem viel Content und immer neue Impulse, dran zu bleiben, wenn du so ein Spiel geil findest. Und ich war früher nie so der riesige Fan, der absolute beste Fan, riesigste Fan von Fighting Games, aber ich fand sie schon immer cool. Aber ich hatte mal das Problem, wenn ich dann mal ein Spiel gut fand, wie damals so Calibur 2, dass irgendwann meine Freunde nicht mehr mit mir spielen wollten, weil ich über das, ich spiel mal so nebenbei mal eine Runde Level irgendwann drüber war und sie dann keine Chance mehr hatten, wo ich immer ganz traurig war. Aber aktuell spiele ich mit dem Tim. Das ist ein Kumpel von mir und Andy, der ist auch total in Fighting Games gerade drin und wir geben uns immer gegenseitig eine Runde und ich habe auch noch ein paar andere in der Pipeline, mit dem Rico spiele ich auch ab und zu aktuell und der Solail hatte sich auch schon angemeldet, mit dem muss ich mich auch mal treffen auf einem Game, da gibt es diesmal immerhin ein paar Leute, mit denen ich immer ein paar Runden zocken kann und das ist echt viel wert bei so einem Fighting Game, weil nur gegen Online und gegen unbekannte Spieler da kann einen schon irgendwann die Motivation verlassen, aber wenn du so Freunde hast, mit denen du dich messt, mit denen du dich messen kannst, die auch Bock an dem Genre haben, dann macht es auch Spaß, besser zu werden und mehr Kombos zu lernen und die komplexe Mechanik noch besser auszubauen. Das macht so viel Fun. Ich bin mittlerweile voll drin und Street Fighter 6 ist wirklich eins der besten, wenn nicht das beste Fighting Game, was ich je gespielt habe, was so Mechaniken, Feinheiten, Animationen angeht. Ich liebe es einfach. Ich könnte das Spiel wirklich jede Woche spielen. Nicht jeden Tag, aber doch immer und immer wieder. Und gerade weil jetzt auch neuer Content nach und nach reinkommt, macht das einfach mega Bock, dran zu bleiben. Ansonsten zocke ich gerade noch Persona 3 Reload. Das Remake von Persona 3. Das Persona, das quasi das Formular erfunden hat, was die modernen Persona-Spiele jetzt alle haben, dass man so einen Slice of Life Tagesablauf hat, so in die Schule geht und nachts irgendwas Übernatürliches macht und dabei mit seinen magischen Persona-Monstern, nenne ich es jetzt mal, gegen irgendwelche Schattenwesen kämpft. Und diese Spiele sind im Japan-Rollenspiel-Genre, wenn man es so nennen möchte, wirklich mit das die Creme de la Creme mittlerweile. Und kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Danke dafür, Andy, auf jeden Fall, dafür, dass du mich damals auf Persona 4 gebracht hast. Da hat sich meine Liebe für die Serie wirklich begründet. Und ja,
Persona 3 Reload. Holt es euch, wenn ihr eine PlayStation habt. Persona 3 Reload, holt es euch auf jeden Fall. Gibt es mittlerweile auf allen Konsolen und auf dem PC. Wenn ihr JRPGs mögt und so ein bisschen dieses mit Monstern kämpfen und sammeln und Schwächen von Monstern herausfinden und Strategien aufbauen, wenn ihr da Bock drauf habt, holt euch dieses Spiel. Die Spiele sind wirklich wahnsinnig gut. Und seit Persona 5, was vor Persona 3 Reload kam, haben die auch einen dermaßigen Style, dass es einfach nur Spaß macht, auch wenn Kämpfe eigentlich eher manchmal monotoner sind. Die Animation und alles ist so verdammt lecker, also holt es euch auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten würde ich demnächst noch irgendwann, wenn ich mal die Zeit dafür habe, mit Baldur's Gate 3 anfangen. Das ist auch nur so ein Gigant, der auf mich wartet. Nebenbei habe ich auch noch so ein bisschen Cyberpunk am Laufen. Das ist ein Spiel, was ich nicht komplett immer am Stück spiele, aber immer wieder nach. Und immer wenn ich es wieder spiele, macht es wieder mega Bock. Und ich habe da richtig Lust auf die coolen Quests rein und all die tollen Charaktere. Und ich habe es ja auch schon in einem Update-Video erzählt, wie ich es einfach liebe, durch die Stadt zu fahren und das Feeling aufzusaugen. Einer der besten Open Worlds, die ich bisher gespielt habe. Wird es auf dem Kanal hier nicht zu sehen geben, weil da die Nachfrage von euch wirklich sehr gering ist. Schade eigentlich, aber dann spiele ich es ja privat und finde es da geil. Hat ja auch was. Ansonsten warte ich aktuell unter anderem immer noch auf Hollow Knight 2 Silksong. Das Spiel, ich weiß nicht, haben die das mittlerweile vor 10 Jahren angekündigt? Ich weiß es nicht. Hollow Knight 1 war eines der Metroidvanias, das beste mitunter, was ich je gespielt habe. So ein schöner Zeichenstil, so eine geile Schwierigkeit, so ein cooles Kampfsystem mit Fähigkeiten und Hollow Knight 2, oh, komm endlich raus. Ich weiß, Team Cherry besteht nur aus 3 Personen, aber kann es jetzt mal bitte kommen? Danke. Wir alle haben lang genug gewartet. Die Fans sind mittlerweile schon richtig stinkig, weil Team Cherry auch kein Marketing macht. Alle warten aber trotzdem auf das Spiel, weil wir wissen, was für eine Qualität Hollow Knight 1 hatte. Aber Team Cherry gibt einfach kaum Updates und sagt nicht, was los ist und wie weit sie sind. Und oh, das Warten ist ätzend. Aber so langsam ist es zum Meme geworden, daher warten wir noch ein bisschen länger. Und ansonsten sollte, glaube ich, demnächst auch noch irgendwann Stalker 2 kommen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Die Stalker-Reihe ist so ein richtiger... Es ist nicht wirklich ein Geheimtipp, aber irgendwo doch schon so eine richtige Underground-Reihe im Shooter-Horror-Genre. Da hatte ich auch ein paar geile Erlebnisse in den ersten Teilen. Hatte ich auch hier und da mal in Special-Videos Ausschnitte auf diesem Kanal von Stalker. Vom ersten und vom dritten Teil, glaube ich. Freue ich mich sehr auf Stalker 2. Schauen wir mal, wann das kommt, weil es ist halt ein ukrainisches Entwicklungsstudio und was da so los ist aktuell, das wissen wir ja. Ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr in der Ukraine situiert. Aber hat sich natürlich alles ein bisschen verzögert und ich freue mich auf Stalker 2. Was zockt ihr gerade so? Worauf freut ihr euch? Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten, ja, war es das erstmal von mir. Hab euch wieder die Ohren abgekaut und wir sehen uns hoffentlich bei baldigen Uploads, wenn ich es endlich mal wieder schaffe. Bis dann, Leute, euer Chris.